kommen nun zum nächsten Thema, Entstehung wissenschaftlicher Tatsachen. Und ich gebe zu, dass mir bei der Gestaltung des Programms an diesem Thema besonders gelegen war. Denn wir sind ja als Ärzte gewohnt, das, was die Wissenschaft uns als Ergebnisse liefert, für Wahrheit zu halten. Und wir werden im Zuge der Evidence-Based Medicine sogar dazu gezwungen, das für Wahrheit zu halten. Max Planck hat aber einmal gesagt, der Kunstfehler von heute ist die Schulmedizin von morgen. Ich denke, es gibt das auch umgekehrt. Die Schulmedizin von heute ist der Kunstfehler von morgen. Und es war mir daran gelegen, einfach einmal diesen Punkt relativierend zu bedenken. Und ich danke Ulrike Feld ganz besonders, dass sie bereit war, zu diesem Thema zu sprechen. Sie ist Professorin für Wissenschafts- und Technikforschung, ist Dekanin der Fakultät für Sozialwissenschaften, hat aber auch ein Doktorat in Physik, beschäftigt sich mit Bio- und Umweltmedizin und spannt ihr wissenschaftliches Engagement, spannt sich von Gastprofessuren beim CERN in Genf über die ETH in Zürich bis nach Harvard. Sie ist Präsidentin der European Association of Science and Technology und auch sie hat besondere Flexibilität bewiesen, indem sie zwischen zwei universitären Veranstaltungen auch noch zu uns gekommen ist. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die freundliche Einladung und ich bin Ihrer Einladung sehr gerne nachgekommen, obwohl ich eben gestehen muss, ich schneie herein und muss dann wieder hinausschneien sozusagen, weil der Tag schon verplant war, als die Anfrage kam und es tut mir jetzt richtig leid, weil ich gesehen habe, dass die Diskussionen irgendwie in Gang kommen und ich einiges davon noch gerne vom Weiteren gehört habe. Ich habe einen sehr generischen Titel gewählt, weil es mir im Grunde genommen darum geht, an einem Beispiel aufzuzeigen, wo wir eigentlich in die Schwierigkeit kommen, was wir eigentlich als wissenschaftliche Tatsache anerkennen und vor allem der Frage nachzugehen, wer wo was als eine wissenschaftliche Tatsache anerkennt. Weil wir scheinen sehr oft in Diskussionen davon auszugehen, dass es diesen einen Ort gibt, an dem etwas gewusst wird und dann gibt es halt viele andere Orte, an dem dieses Wissen halt angewendet wird. Und die Frage, die ich mir halt stelle aus meinem Fallbeispiel, werden Sie das sehr schnell erkennen, ist, dass das natürlich nicht so einfach funktioniert. Und vielleicht beginne ich einfach mit der Frage, wie kommen wir eigentlich in der Medizin zu Tatsachen, also zu demjenigen Wissen, welches wir wenig bzw. unhinterfragt einfach als Ausgangspunkt von weiterer Forschung einerseits verwenden können, beziehungsweise auch von Behandlung. Und da sehen wir ja derzeit gerade so Weichenstellungen in Richtung eben, jetzt ist schon das Stichwort evidenzbasierte Medizin, zu dem werde ich dann auch noch etwas Empirisches sagen, also die evidenzbasierte Medizin in der Praxis. Das ist ja in sich selber sozusagen ein interessantes Feld, wie wir überhaupt zu so etwas wie Evidenz kommen, wie wir sie sammeln, was wir als Evidenz sammeln und daher, was wir auch gar nicht weiter sehen quasi in der Interaktion mit dem Patienten. Es geht um den Blick auf Methoden, Kategorien und Praktiken zu werfen. Ich komme aus einer Sozialwissenschaft, mich interessiert also das, was getan wird im Spital, im Labor, mit den Patienten, in Prävention und ähnlichen Zusammenhängen. Ich gehe davon aus, dass es um lokal geformte und kontingente, also vom Kontext abhängige Momente, dass es darum geht, die in der Erkenntnisdynamik zu reflektieren, dass es darum geht, zu explorieren, wie wir uns verändern, und das wurde im letzten Vortrag sehr schön angezeigt, dass wir ja gerade im Medizinsystem sehen, wie quasi diese Vorstellung von eine Verdatung des Menschen, wenn man so möchte, stattfindet. Und die Frage ist, was bedeutet das dann für andere Zweige der Medizin, die sich mit anderen Fragestellungen und so weiter auseinandersetzen? Wie kommt es zu einem Wettbewerb zwischen Wissensformen? Und da komme ich dann jetzt gleich zu Ludwig Fleck. Die Frage ist ja immer, welche Rolle spielen Kollektive? Nämlich zum Beispiel eine wissenschaftliche Gemeinschaft von Medizinern, aber auch Subkategorien. Ich habe sehr oft bei Medizinerkongressen gesprochen und habe mir gedacht, ich darf das Wort Mediziner gar nicht mehr sagen, weil egal zu jedem Kongress, zu dem ich gegangen bin, habe ich eine ganz andere sozusagen Kohorte, Gruppe, Subgruppe von Menschen sind mir begegnet, die, naja, sehr wenig miteinander zu tun hatten, außer dass sie den Namen Mediziner sozusagen quasi für sich in Anspruch nehmen wollen würden.
Ich habe ein Fallbeispiel für heute ausgewählt, auf das ich dann später eingehen werde, nämlich auf die Adipositas-Forschung, Behandlung und Prävention. Da haben wir zwei sehr große Forschungsprojekte in dem Bereich gemacht und daher kann ich das Ganze mit ein bisschen auch empirischen Beobachtungen entsprechend unterfüttern. Ich möchte auf Ludwig Fleck zurückgehen, weil das für uns in der Wissenschafts- und Technikforschung eines sozusagen der Gründergedankengeber ist, der 1935, also zu einem Zeitpunkt, wo man sich sehr stark noch dem positivistischen Denken verschrieben hatte, sehr klar in seinem Buch Die Entstehung und Entwicklung wissenschaftlicher Tatsachen mit der Frage auseinandersetzt, wie man eigentlich zu wissenschaftlichen Erkenntnissen kommt. Und er tut das am Beispiel der Syphilis, wo er sehr schön beschreibt, wie kommen wir überhaupt dazu, dass wir bestimmte Phänomene beobachten können, die dann sozusagen zusammenfassen und zu der Vorstellung kommen, hier handelt es sich um ein bestimmtes Krankheitsbild, das wir benennen können und entsprechend auch behandeln können. Und da geht es ja gerade in die Adiposis, das ist eigentlich ein interessanter Fall, weil es ja auch um den Streit darum geht, wie wir dieses Phänomen, das ich als Phänomen bezeichnen würde, eigentlich fassen können, ab wann wir es als Krankheit beschreiben, wer es ab wann als Krankheit beschreibt, und da gehen ja sozusagen die Geister auch ziemlich weit auseinander und da wird auch heftig gestritten. Ludwig Fleck tut etwas aus meiner Sicht Besonderes für seine Zeit. Zum einen verweist er sozusagen auf die Bedeutung des historischen Prozesses in der Art und Weise, wie wir wissen. Das heißt, das erinnert uns daran sozusagen, dass wir die Prozesshaftigkeit unserer Erkenntnis sehen müssen. Er hebt hervor, dass es hier um einen sozialen und kollektiven Prozess geht und nicht um einen individuellen Erkenntnisprozess. Das heißt, es spielt immer die Frage des Kollektivs bei ihm eine ganz bedeutende Rolle, in dem wir wissen können überhaupt irgendetwas. Und er hebt auch eine dritte Ebene des Prozesses hervor, nämlich das, was er exoterisch und esoterisch nennt. Exoterisch ist für ihn das Gesellschaftliche und esoterisch ist das, was aus der Wissenschaft kommt. Das hat nichts mit dem heutigen Begriff der Esoterik zu tun. Also das Esoterische, das aus der Wissenschaft kommt, die Ideen sich einfach immer durchmischen. Das heißt, gesellschaftlich verankerte Ideen gelangen in das Wissenschaftssystem und wissenschaftliches Wissen spielt umgekehrt eine zentrale Rolle in und der Art und Weise, wie wir unseren Körper wahrnehmen, wie wir die Welt überhaupt begreifen und wie wir die Beziehungen darin verstehen. Er kommt im Grunde genommen, wenn man so möchte, mit drei Grundbegriffen aus, nämlich dem des Denkstils, den er als kontextabhängigen von mehreren, also abhängige Weise, die Welt zu sehen ist. Das heißt, jedes Kollektiv oder jeder Denkstil wird von bestimmten Gruppen getragen und jeder von uns gehört verschiedenen solchen Denkkollektiven an. Das heißt, ich kann Physiker gewesen sein und bin jetzt Sozialwissenschaftler und ich bin vielleicht auch in der Umwelt engagiert und ich bin vielleicht auch noch viele andere Dinge. Und all das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie ich in meiner wissenschaftlichen Arbeit herangehe. Und da ist er eigentlich sehr innovativ, weil das ist etwas, was zum damaligen Denken hat man das genau seziert und genau das Soziale eigentlich aus dem Wissenschaftlichen heraushalten wollen und nicht in das Wissenschaftliche hineindenken wollen. Er widerspricht damit der Sichtweise, dass Tatsachen oder Entdeckungen als ein Produkt logisch zusammengesetzten Teilwissens zu betrachten sind. Und damit gibt es für ihn auch den Begriff zu einer absoluten Wahrheit oder Sicherheit oder so etwas nicht, sondern er sieht das immer als eine Prozesshaftigkeit. Das heißt, ich kann immer nur zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas wissen. Und Wahrheit, und ich habe das bewusst unter Anführungszeichen gesetzt, also das, was man zu einem bestimmten gegebenen Zeitpunkt als gegeben annimmt, ist dann eigentlich nichts anderes als eine denkstilgemäße Auflösung. Das heißt, je nachdem, welchem Denkstil ich mich zuschreibe, sehe ich ganz bestimmte Dinge oder auch nicht. Und das oder auch nicht ist gerade in der Medizin die interessante Frage, was wir sehen und was wir auch nicht sehen. Und das ist daher abhängig von denjenigen, die aus einem bestimmten Denkstil heraus etwas sehen und aussagen und Erklärungen entwickeln. Und deswegen kann das auch sehr gut funktionieren, dass in einer Community sozusagen können Sie der führende Wissenschaftler sein und Sie können trotzdem in einer anderen Community überaus erfreulicherweise oder unerfreulicherweise angefeindet werden. Das heißt, das ist genau diese Frage, wie schauen diese Kollektive heute aus in einer sich immer weiter spezialisierenden Medizin? Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die man sich stellen muss. Das Denkkollektiv ist dann eine Gemeinschaft der Menschen, die im Gedankenaustausch oder in gedanklicher Wechselwirkung stehen. Es ist der Träger geschichtlicher Entwicklungen eines Denkgebiets, eines bestimmten Wissensbestandes und auch Kulturbestandes, also eines besonderen Denkstils. Das heißt, für ihn hängen diese beiden Dinge sehr eng zusammen. Jeder Mensch gehört für ihn mehreren Denkkollektiven an
Und diese Theorie des Denkkollektivs ermöglicht ihm, nicht wissenschaftliche Herangehensweisen in seine Betrachtungen der Wissenschaft selbst mit einzubeziehen. Und schließlich und endlich bringt er etwas herein, was ganz spannend ist, nämlich den Gedanken der Präidee oder der Uridee, dass er sagt, bestimmte Vorstellungen und Denkrichtungen, die verwurzelt in ähnlichen älteren Vorstellungen sind, spielen in unserer Medizin eine Rolle. Und man könnte sich geschlechterspezifische Medizinentwicklung anschauen. Das ist ein besonders spannendes Beispiel, wie zum Beispiel ganz bestimmte Vorstellungen über Unterschiede im menschlichen Körper dann dazu geführt haben, dass wir nach bestimmten Phänomenen suchen oder nicht suchen, nach bestimmten Unterschieden. In der heutigen Zeit, und Sie werden das sehen bei einem der Projekte, spielt diese ganze Frage der menschlichen Diversität in der Medizin eine sehr interessante Rolle, weil wir natürlich zwar von personalisierter Medizin sprechen, aber das heißt ja im Grunde genommen nichts anderes, als dass die Gruppengröße sich verkleinert, dass wir sprechen aber immer noch von Gruppen und daher ist die Frage, was die relevanten Gruppen sind, die wir uns anschauen und von denen herunter wir dann sozusagen eine auf den Menschen bezogene Medizin eigentlich anbieten können. Diese Präideen oder Urideen sind natürlich nicht so, dass sie bewusst vorhanden sind, in dem Sinne, also dass ich mir klar bin, welches Menschenbild ich, über das ich verfüge und daher sind auch solche Austauschforen immer sehr spannend, sich zu überlegen, was sind eigentlich meine unhinterfragten Annahmen, die prägen aber die Entwicklung, wie sie in der Wissenschaft gestehen. Nun, vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen zwei Gedanken eigentlich aus zwei Projekten. Das eine war ein Projekt, das wir mit Genomforschern in Graz gemeinsam gemacht haben, die zu Fettstoffwechselerkrankungen arbeiten und mit denen wir sehr lange, viele Jahre im Austausch gestanden bin. Und dieses spezifische Projekt hat sich damit beschäftigt, wie Bürger, Bürgerinnen, sage ich jetzt einmal, die Problematik des menschlichen Körpers und seines Gewichts als eine gesellschaftliche Problematik wahrnehmen. Wir haben dazu auch Medienanalysen und Politikdokumente uns angeschaut. Und das zweite Projekt war dann eine Weiterführung davon. Wir haben uns angeschaut, wie dieser Diversitätsdiskurs, den wir ja heute auch in der Medizin haben, das heißt die Anerkennung menschlicher Unterschiede, die Frage, wie wir klassifizieren, das ist in Österreich tatsächlich interessant, wenn man das vergleicht. Die Publikationen, die in Österreich herauskommen, finden Sie sehr wenig, die sich mit ethnischen Unterschieden und ähnlichen Dingen auseinandersetzen. Und das Spannende ist, die das tun, verwenden die Sprache als Proxy. Also sie sprechen dann nicht zum Beispiel von der türkischen Population, sondern sie sprechen von türkischsprachigen Bevölkerungsgruppen, was ich sehr interessant finde und was sicherlich mit unserer Kulturgeschichte zu tun hat und unserem Umgang mit der Zuteilung zu gewissen ethnischen Gruppen oder anderen religiös orientierten Gruppen. Aber das ist ganz spannend, sich anzuschauen, wie wir Unterschiede überhaupt ausmachen. Und auf das werde ich dann noch ganz kurz zurückkommen. Zwei Momente, die ich mir anschauen möchte aufgrund der Kürze der Zeit. Zum einen möchte ich mir die Vorstellung des menschlichen Körpers, die in verschiedenen Arenen zirkulieren, in dieser Adipositas-Debatte genauer anschauen. Und mit Ihnen kurz durchgehen, was das Interessante an dieser Beobachtung ist. Und dann möchte ich Sie ganz, ganz kurz in ein Spital mitnehmen und mit Ihnen die Frage mir überlegen, was es heißt, das Verhältnis zwischen dem Patienten als Individuum, Stichwort personalisierte Medizin, und einer evidenzbasierten Medizin im Bereich von Adipositas, wie das ausschauen könnte. Und dann komme ich kurz zu Schlussfolgerungen. Nun, wie wird der adipöse Körper gedacht? Ich gehe als Sozialwissenschaftler in die verschiedenen Medizinbereiche hinein und was sehe ich dort? Ich sehe, dass egal welche Publikation ich aufschlage, eine völlig unterschiedliche Vorstellung von dem, was zu untersuchen ist an diesem menschlichen Körper, wenn es um Adipositas geht. Und ich habe das jetzt so für mich aufgespaltet, dass ich sage, wir haben hier, es ist ein Raum, der aufgeht, wenn ich die Publikationen anordnen müsste, wo ich auf der einen Seite die Frage mir stelle, gehe ich an das heran, indem ich den Körper, indem ich Adipositas als von verschiedenen Faktoren hergeführtes Phänomen mir anschaue und dann sage, ich schaue mir den Faktor XY an, was gerade in der Genomik und in anderen datengestützten Dingen sehr stark passiert. Ich schaue mir eine Korrelation an, das heißt, ich faktorisiere den Körper und sage einfach, ich schaue mir einen Faktor an da drinnen, bis hinüber zu komplexeren Körpermodellen, die verschiedene Faktoren versuchen sozusagen zu integrieren und zusammenzubringen. Und auf der anderen Seite ist die Frage, gerade in der Adipositas ist ja die Frage, spreche ich vom Körper im Sinne des physischen Körpers, der sozusagen
seine Begrenzung mit der Haut hat, oder spreche ich von Körper und Umwelt und spreche daher sozusagen von einem ausgeweiteten Körperkonzept, indem ich einfach sage, ich muss die Umwelt in das Körperkonzept mit hereinholen, was ja zum Beispiel in der Epigenetik ganz stark mittlerweile getan wird, wo man sich einfach anschaut, wie längerfristige Lebensformen zum Beispiel sich schon in den Körper einschreiben, und ich brauche daher eine Vorstellung des Körpers, der nicht sozusagen endet an meiner Körperoberfläche, sondern ich brauche eine Vorstellung des Körpers, der sehr, sehr viel weiter in die Umwelt hineingeht und der ganz andere Faktoren mit hereinnimmt. Und wenn Sie sich die Fülle der Publikationen, die in den letzten Jahren geschrieben worden sind, dazu anschauen, dann werden Sie sehen, dass sich die sozusagen in diesem Feld irgendwie verorten. Und alleine an dieser Tatsache ist es überhaupt gar nicht einfach, von einem adipösen Körper zu sprechen, weil Sie werden, egal was Sie lesen, werden Sie einfach eine ganz spezifische Subkategorie dieses Körpers entdecken. Und daher ist die Frage, was tue ich mit diesem Wissen, wenn ich es in die Anwendung bringen möchte? Was ist, wenn ich sozusagen jemand behandeln möchte? Und das erklärt auch, warum es, wenn Sie sozusagen durch die verschiedenen Orte, wo sozusagen Behandlungen angeboten werden, sehr, sehr unterschiedliche Behandlungsformen antreffen. Von der operativen weitgehenden Entfernung des Magens hinüber bis zu bestimmten ernährungstechnischen Interventionen in den menschlichen Körper und so weiter und so fort. Also da finden wir sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen, was wir dann eigentlich, und wir finden daher sehr unterschiedliche Denkstile und Denkkollektive, die sich mit dem einen oder der anderen Frage quasi auseinandersetzen. Nun, das wäre soweit so gut, das könnte ich jetzt Ihnen alles beschreiben, was hier der Unterschied liegt, aber das ist natürlich ein gesellschaftliches Phänomen und ich muss mir natürlich auch überlegen, welche Vorstellungen dieses Körpers existieren über die medizinische Publikation hinaus. Und daher, also das ist mein erstes Cluster, daher lege ich über das drüber ein zweites Cluster und sage, und über die werde ich jetzt ein bisschen mehr erzählen, im Grunde genommen geistern drei Vorstellungen des Körpers durch den öffentlichen Raum. Sie sehen das hier oben, wenn ich das jetzt schaffe. Nein, das war definitiv nicht das Richtige. Wurscht. Der oberste Knopf, das, immer der oberste Knopf. Dass wir sozusagen, ich werde über drei Arten von Körpern sprechen. Ich werde einerseits über den sogenannten gesellschaftlichen Körper sprechen, ich werde über den Standardkörper sprechen und ich werde über den persönlichen Körper sprechen. Und dann stellt sich die Frage, wie sich die drei Körper zueinander stellen und was für ein Wissen und welche Denkkollektive dahinter stehen. Nun, schauen wir uns mal den gesellschaftlichen Körper an. Der wird in ganz unterschiedlicher Weise dargestellt und ich habe Ihnen jetzt gesellschaftliche Repräsentationen zusammengestückelt. Sie bekommen Statistiken. Das heißt, das ist aus einer Tageszeitung rausgeschnitten. Sie bekommen die Verteilung in der österreichischen Bevölkerung, wie viele Personengruppen in welchen Bundesländern zum Beispiel, wie sich das auf Männer und Frauen aufteilt, wie sich das über Altersgruppen aufteilt, wie sich das über Professionsgruppen aufteilt. Sie haben eine Fülle von verschiedenen Statistiken, wie dieser Gesellschaftskörper, das heißt der Österreicher, die Österreicherin, wie sich der sozusagen zu diesem Phänomen quasi verhält. Sie haben sehr viele Cartoons humoristischer Art. Und das könnte man natürlich ein bisschen abtun, aber ich glaube, Cartoons sind eine Ausdrucksform, wie wir uns mit Problemen in einer Gesellschaft auseinandersetzen, ohne sie sozusagen zu einem großen Problem zu stilisieren und gleichzeitig möchten wir etwas damit sagen. Und diese Frage der Evolutionsgeschichte gibt es ja in ganz vielen Bereichen als in dieser Form des Entwicklungskartons. Und ich finde es ganz interessant, sich die Frage zu stellen, was erzählt das eigentlich sozusagen für eine Gesellschaftsentwicklungsgeschichte. Dann haben Sie solche Bilder, die tauchen regelmäßig mit Berichterstattung auf. Hier haben wir gesellschaftspolitische Verknüpfungen mit diesem Gesellschaftskörper. Hier wird die ideale Familie dargestellt, meistens durch Bilder aus den 60er Jahren und 70er Jahren, die angeblich die damals existierende Kernfamilie darstellen, die immer adrett sich ständig zum Essen zusammengesetzt hat und durch die damals sehr verantwortungsbewusste Mutter bekocht wurde. Und wir erlauben uns sogar in relativ linksliberalen Medien, falls es so etwas in Österreich wirklich so gibt, erlauben wir uns zu der Vorstellung zurückzukehren, vielleicht sollte die Frau sich doch wieder um bestimmte Dinge kümmern und vielleicht sollte da jemand wieder da sein zu Hause, der sich da um diese sozusagen
um die Performance dieser perfekten Familie. Das heißt, wir haben hier eine Vergangenheitsrekonstruktion drinnen, die sozusagen eine Niedergangserzählung quasi produziert. Das heißt, wir haben einerseits einen statistisch dargestellten Körper, eine kulturelle Rahmung, die dem Ganzen unterlegt wird, dass es einmal besser war und daher auch implizit die Geschichte, dass es vielleicht darüber wieder reparierbar, also wir können die Zeit wieder zurückdrehen, was eine interessante Imagination ist in der Gesellschaft und vielleicht wieder dorthin zurückkommen, wo wir einmal waren, wobei völlig unklar ist, wo wir da genau waren. Wir haben diese Trajektorienerzählung, dass wir uns wohin entwickeln, was es noch viel schlimmer werden wird. Gerade die World Health Organization hat das ja ganz stark zum Ausdruck gebracht. Und die Frage sozusagen, was ist akzeptiertes Verhalten? Ein kleiner Glimpse, in den 50er Jahren hat man sich eher umgekehrt Sorgen gemacht, dass man nicht füllig genug ist. Und das ist eine Werbung aus den 50er Jahren aus Amerika für ein Produkt, in dem man natürlich innerhalb kürzester Zeit 10 Kilo zunehmen kann. Das heißt, das würde wahrscheinlich in der heutigen Zeit keinen Markt finden in dem Sinne, aber es ist natürlich eine interessante Zeit, wo halt die Frage, dünn zu sein, ein Zeichen eigentlich von einer nicht sozusagen kulturell oder einer nicht wohl situierten Umfeld zu kommen. Und wir haben das heute sozusagen als Werte verkehrt. Was ich damit sagen möchte, ist einfach, wie wichtig diese Vorstellung des Körpers natürlich auch eine ist. Warum nenne ich das einen Gesellschaftskörper? Weil wir dann ja natürlich auch immer hier über Durchschnittskörper reden. Wir reden, der durchschnittliche Österreicher ist das und das und das und die durchschnittliche Frau, der durchschnittliche Mann, das durchschnittliche Kind. Wir haben furchtbar viele Durchschnitte in diesem Land. Das mag schon sein, aber hier spreche ich sozusagen der Gesellschaftskörper. Und ich werde Ihnen gleich erklären, warum das so wichtig ist, ein Auge darauf zu haben, was mir das erlaubt. Das heißt, ich kann eine Gesellschaftsdiagnose fahren. Über eine statistische Auswertung kann ich sagen, die Gesellschaft geht den Bach runter, im Grunde genommen. Wir leben nicht mehr so, wie wir leben sollten. Unser Körper ist das beste Zeichen davon, dass es einfach nicht funktioniert. Und da könnten wir jetzt darüber diskutieren. Es ist nicht eine Frage, dass es so nicht ist. Es ist eine Frage, wie wird es konstruiert, sozusagen in diesem Zusammenhang. Nun, da muss ich ein Stück zurückgehen und sagen und auf Quetelets Sozialphysik zurückgreifen aus dem 19. Jahrhundert und ein Zitat vielleicht hereinbringen. Vor allem müssen wir vom einzelnen Menschen abstrahieren und dürfen ihn nur mehr als einen Bruchteil der gesamten Gattung betrachten. Indem wir ihn seiner Individualität entkleiden, beseitigen wir all das, was nur zufällig ist. Die individuellen Besonderheiten, die wenig oder keinen Einfluss auf die Maße haben, verschwinden dann von selbst und lassen uns zu allgemeinen Ergebnissen gelangen. Das ist tief verwurzelt in der Art und Weise, wie wir heute Statistiken machen und wie wir uns das anschauen. Diese Vorstellung, dass eben über die Summe der Bevölkerung eine Aussage über eine Gesellschaft gemacht werden kann und dass wir durch das Abstrahieren vom Individuum einen Gesamtzustand diagnostizieren können, das steckt hier sehr stark als eine Vorstellung des menschlichen Körpers drinnen. Das heißt, ich kreiere hier die Idee, dass es einen Gesellschaftskörper gibt, dem es schlecht geht, der sozusagen medizinisch bearbeitet werden muss. Das ruft dann natürlich auch entsprechende Ministerien und ähnliche Dinge auf den Plan, weil die sind für den Gesellschaftskörper zuständig und nicht für den einzelnen Menschen im Grunde genommen. Dann gehen wir weiter, lassen wir mal den Gesellschaftskörper beiseite, gehen wir zum Standardkörper. Der Standardkörper, das ist die Arbeit der Medizin. Und die verändert sich natürlich, und das haben wir heute schon, glaube ich, diskutiert, da brauche ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Es kommt darauf an, welche Kriterien wir anwenden, wie wir zum Beispiel festlegen, ab wann ein Körper in seiner richtigen Form ist und ab wann er das nicht mehr ist. Und ich erinnere mich immer, in einer der Diskussionsgruppen hat eine ältere Dame gesagt, ich war beim Arzt, das war ganz schlimm, hat sie gesagt, er hat mir gesagt, wenn Sie noch ein halbes Kilo zunehmen, dann ist es soweit. Dann sind Sie übergewichtig und dann müssen Sie was tun. Und sie war sehr beeindruckt dadurch, weil sie sich gedacht hat, sie ist an der Schwelle sozusagen der Erkrankung irgendwo. Und der Diskurs darüber ist aber schon so stark normiert, dass sie tatsächlich das sozusagen mitgebracht hat als eine ihrer Sorgen quasi an diesen Tisch. Ein halbes Kilo trennt mich noch sozusagen von den gesunden Zustand von einem erkrankten Zustand. Dann haben wir alle möglichen Messkurven, in die wir uns eintragen können und anschauen können. Wir haben Birnen und Äpfel als Körperformen.
Wir reden über Mäuse und wie die aussehen und was die tun. Wir reden über Ernährungspyramiden und ähnliche Dinge. Hier entsteht eine Mischung aus biomedizinischen und gesundheitspolitischen Elementen. Und man kann das sehr schön sehen, weil Länder unterschiedliche Grenzwerte setzen. Also zum Beispiel hat China mit seiner Obesity-Politik, die erst vor ein paar Jahren eingesetzt hat, den Grenzwert sozusagen unter den europäischen Grenzwerten gesetzt und hat gesagt, in China ist das einfach so, da werden die Leute sozusagen bei einem anderen Grenzwert sozusagen sind sie gefährdet oder so. Das heißt hier, das kommt Hand in Hand auch mit akzeptierten und akzeptablen Techniken, zum Beispiel dem Body Mass Index, und das ist ja eine total interessante Konstruktion, weil jeder Arzt mir gesagt hat, Unfug eigentlich, aber das Einzige, was man schnell sozusagen statistisch erheben kann und daher gut genug. Die Frage ist nur immer nur, was ist gut genug für das Kollektiv und was ist gut genug für das Individuum, aber nachdem es für das Kollektiv quasi der Maßstab wird, wird es dann auch sozusagen für das Individuum der Maßstab und wie gehen wir sozusagen mit der Frage Kollektiv und Individuum um. Gut, das ist der Standardkörper. Und Standards in der heutigen Gesellschaft, Larry Bush hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, sind eigentlich die Rezepte, durch die wir Realitäten herstellen. Das heißt, wenn wir den Standard gemacht haben, können wir sagen, wer weicht von Standard ab. Und daher können wir sagen, was ist gut und was ist nicht gut und was dürfen wir noch und was dürfen wir nicht mehr und wer ist noch gesund und wer ist schon krank und wer ist gefährdet und so weiter und so fort. Also das können wir damit tun. Das hat natürlich auch ganz enges verknüpft mit unserem Vertrauen in Zahlen. Theodore Porter hat das sehr schön in seinem Buch historisch aufgezeigt, wie wir im Laufe des 19. Jahrhunderts einfach quasi addicted, also quasi fast süchtig geworden sind auf die Darstellung der Welt in Form von Zahlen. Und natürlich die evidenzbasierte Medizin stößt in ein ähnliches Horn, nämlich Zahlen erklären mir den Körper sozusagen unvoreingenommener, als ich das jemals mit irgendeiner anderen Methode tun kann. Und wir leben in einer sogenannten Audit-Gesellschaft, das heißt in einer Gesellschaft, wo wir überwachen und überwacht werden und uns selbst überwachen. Das heißt, das ist eine Vorstellung, dass wir unseres Verantwortungsregimes, dass wir sozusagen überzahlen, können wir dann sozusagen ganz bestimmte Überwachung und auch moralisierende Diskurse führen, wenn der Arzt sagt, okay, das geht jetzt gar nicht mehr, in einem halben Kilo ist es bei Ihnen soweit. Also strengen wir uns an, bewegen wir uns weg von dieser Halb-Kilo-Grenze. Und schließlich und endlich zu meinem letzten Körper, das ist der persönliche und individuelle Körper. Das heißt, Menschen schreiben und sprechen sehr viel in vielen dieser Situationen, die ich mit Patienteninteraktion beobachten konnte, von ihrem Wissen über den eigenen Körper, von den Messmethoden, die sie entwickelt haben, um zu wissen, ob es ihrem Körper gut geht oder nicht gut geht. Das ist hochinteressant, das auch zu beobachten, wie Leute beschreiben, wann sie wissen, wie es ihrem Körper geht. Die Vorstellungen von einem guten Leben und was es bedeutet, gut zu leben und die Frage, wie medizinisches Wissen mit ihrer Vorstellung von einem guten Leben quasi zusammenkommt und auch die ganzen Stigmatisierungserzählungen, die durch den standardisierten Körper zustande kommen. Die Quantifizierung, die ich vorhin für die Medizin angesprochen habe, sehen wir hier sehr deutlich in der Quantified Self-Bewegung, wo wir halt immer mehr Dinge haben, die uns erlauben, unser eigenes Leben zu quantifizieren. Wir haben alle möglichen Apps oder andere Dinge, wie wir quasi uns ständig darüber austauschen können, was wir tun, wie es unserem Körper geht und so weiter. Und das erzeugt eine ganz andere Vorstellung sozusagen von Datengenerierung über mich selber und Wissen über mich selber. Okay, gut. Das heißt, wir führen das jetzt mal zusammen und ich habe da schon den Punkt aufgezeigt, der für mich wichtig ist. Wir haben einen Durchschnittskörper und Ketley war ja noch der Meinung, dass die Natur gegen einen Durchschnitt strebt und dieser Durchschnitt ist in Ordnung, ist das Gute sozusagen quasi. Und hier haben wir aber einen Standardkörper und dieser Standardkörper passt nicht mehr mit dem Durchschnittskörper zusammen und das ist unser Problem. Das heißt, die Medizin definiert ihn jetzt und nicht mehr, wie das noch Ketley sich gedacht hat, die Natur würde ja gegen einen Mittelwert streben und das wäre dann eigentlich sozusagen überlebenstechnisch das, was das Beste ist. Und heute sagen wir, nein, also der Durchschnittskörper geht einfach auseinander mit dem, also der wirkliche Durchschnitt und der gute Durchschnitt, wenn ich das jetzt irgendwie so polemisch sagen darf, die passen einfach irgendwie nicht mehr zusammen. Und gleichzeitig haben wir den Standardkörper als ein Ideal und eine Orientierung und gleichzeitig auch eine Ablehnung dessen. Das heißt, es ist ein unglaublich ambivalenter Diskurs in Bezug auf wie standardisiert oder normiert sehen, wollen wir unseren eigenen Körper sehen. Gut, mein zweites Fallbeispiel ganz kurz nur. Evidenzbasierte Medizin trifft auf individuelle Patientinnen. Ich bin im AKH,
Ich sitze in einem Vorraum und warte mit Patienten, die zu einer postoperativen, präoperativen Gespräch mit Patientinnen, die kommen. Sie sind entweder angemeldet für eine oder sie haben eine Magenverkleinerungsoperation vor sich und werden entsprechend untersucht. Wir konnten dann dabei sein bei diesen Besprechen, wenn die Patienten dem zugestimmt haben, dass wir sozusagen dabei sein konnten. Zwei Dinge sind hier interessant. Zum einen passiert hier etwas, was ich als projektbasierte Medizin sehen würde. Das heißt, Vor- und Nachbehandlung nach Operationen wird über Forschungsprojekte zum Teil finanziert und ist nicht ein integraler Bestandteil der Behandlung. Und das war für mich sehr, sehr interessant. Das heißt, das ist wir haben eine Behandlung eingeführt, ohne ganz klare Richtlinien zu haben, wie die prä- und postoperative Behandlung für den Patienten wichtig ist. Das wird über Forschungsmittel gemacht, die natürlich alle ein Zeitablaufdatum haben, in der Hoffnung, dass sich dann das irgendwie sozusagen verstetigen wird. Und wir haben natürlich auch beobachtet, wie jetzt einerseits dieser Wunsch, auf den Patienten einzugehen und die Diversität der Patienten anzuerkennen, zusammenkommt mit dieser Vorstellung, ich bin in einem Projekt und möchte eigentlich Evidenz generieren über Patienten vor und nach der Operation. Und das ist ganz interessant, weil man sitzt dann sozusagen drinnen, um zu zeigen, was das bedeutet, und die Kollegin sitzt mit einem Fragebogen durch und hört extrem aufmerksam und empathisch durchaus dem Patienten zu. Aber es ist dann für den Beobachter sehr interessant zu sehen, wann wird der Bleistift gezückt und etwas aufgeschrieben. Und das ist ein interessanter Moment, sich zu überlegen, welche Information, die der Patient gibt, kommt jetzt in diese evidenzbasierte Idee hinein und welche Information wird trotzdem sozusagen als persönliche Geschichte sozusagen abgehakt und kommt natürlich nicht in die Studie hinein. Das heißt, wir müssen uns auch überlegen, was ist eigentlich Evidenz in dieser evidenzbasierten Medizin? Das heißt, wie sammeln wir Evidenz und welche Arten von Evidenz lassen wir eigentlich aus? Und das ist, glaube ich, eine der spannendsten Fragen, ich bin dort gesessen, aber nach einer Weile gedacht, ist das interessant, sozusagen der Patient spricht 15 Minuten und dann passiert ein Satz und der Satz triggert etwas und da wird im Fragebogen etwas ausgefüllt. Und das hat die Logik, dass eigentlich davor schon, wenn man so möchte, ein Grid oder ein Gitter gebaut worden ist, was wird niedergeschrieben und was nicht, und daher wird der Patient quasi durch dieses Gitter durchgedrückt. Und das, was quasi rauskommt, ist halt dann immer nur das, was mich schon von vornherein schon interessiert hat, was ich daher mitgenommen habe. Okay, also das nur sozusagen als Ergänzung zu dieser Vorstellung, naja, wenn wir nur genügend Evidenz hätten, dann könnten wir das Problem quasi in den Griff bekommen. Naja, ganz bestimmte Probleme sehen wir gar nicht, weil wir die Evidenz dazu auch gar nicht sozusagen quasi sammeln. Daher meine abschließenden Beobachtungen. Was man im Adipositas-Fall sehr schön sehen kann, ist ein Zusammentreffen sehr verschiedener Denkkollektive und daher auch das Gefühl der Patientinnen, jeder sagt was anderes. Das ist ein typisches Beispiel, wo natürlich jeder in seinem Spezialgebiet sozusagen dafür etwas sagt, was kohärent ist, was auf Wissen aufbaut in dem Gebiet der Patient, aber das Gefühl hat, jeder sagt irgendwas anderes. Und eigentlich weiß ich gar nicht, was ich jetzt wirklich habe in dem Sinne. Das heißt, Denkstile durchmischen sich, müssen sich durchmischen und das funktioniert nicht immer reibungsfrei und das ist sehr schwierig. Die Frage auch, die hier ansetzt, ist, wo beginnt der Krankheitsbegriff hier? Die Weltgesundheitsorganisation hat es ja sozusagen Adipositas als Krankheit klassifiziert. Die Frage ist, geht es hier um Risikofaktoren eigentlich für andere Folgeerkrankungen oder ist das Übergewicht selbst schon die Erkrankung? Und darüber streiten sich ja auch, darüber sozusagen wird sehr viel gestritten. Unklar ist auch, was nun wo als wissenschaftliche Tatsache zu zählen ist. Das heißt, was wissen wir über den Körper? Und Sie haben diese vielen Körper gesehen, die hier sozusagen herumgeschwirrt sind. Und daher ist unklar, wo der Patientenkörper jetzt eigentlich ist. Und wer den zusammenbaut aus diesen ganz unterschiedlichen Vorstellungen. Und da wird uns klar sozusagen, glaube ich, die Bedeutung der Situiertheit des Wissens und der Komplexität solcher oder ähnlicher gesundheitsrelevanter Phänomene. Dankeschön. Für diesen schönen Übergang ist auch sozusagen eine ergänzende Perspektive aus den Sozialwissenschaften, die sozusagen das gleiche Thema beleuchtet. Wir haben 10 Minuten Zeit für Fragen, Anmerkungen. Wird. Das ist nicht nur eine Sache der Ärzte. Eine Kollegin hat gerade einen Prozess, weil sich ein Patient über eine Frage aufregt.
und meint, das darf gar nicht aufgezeichnet werden. Obwohl sie nachweisen konnten, dass sie nur die Grunddaten und gar nicht anamnestische oder Detail aufzeichnen. Also dieser Aspekt kommt auch noch dazu. Ja. Da haben Sie völlig recht. Das heißt, das ist eine Frage, ist die Frage der Datengenerierung, wenn wir daran glauben, dass evidenzbasierte Medizin und die Ansammlung von Daten, großen Datenmengen, quasi etwas Wesentliches, das eine Ergänzung ist oder sozusagen ein Kernbereich oder was auch immer ist, was man es sieht, dann wird sich die Frage stellen, was sammeln wir, was dürfen wir sammeln und in welcher Weise wird der Patient geschützt? Also bei den Biobanken ist das ja schon ein riesiges Thema. Was darf wie verwendet werden? Informed Consent wurde angesprochen. Wozu gebe ich einen Informed Consent eigentlich sozusagen, gerade wenn ich Material zur Verfügung stelle? Das sind ja einfach total komplexe Fragen und da haben Sie recht, das wird, dabei sind wir in Österreich noch gar nicht so verrechtlicht, aber in Amerika ist das, wenn Sie den Informed Consent anschauen für den Biobank, der 35 Seiten hat oder so etwas, dann denke ich mir, wow, very informed. Ich weiß dann auch nicht mehr, wozu man hier consented genau, aber das ist schon relativ überwältigend, wenn man sich das alleine, also schon jemand, der sehr educated ist und gewohnt ist, solche Sachen zu lesen und so weiter, selbst für mich, mich da durchzugraben, habe ich mir gedacht, das ist eine ziemliche Herausforderung, also geschweige denn, glaube ich, für einen Patienten, der jetzt das nicht so gewohnt ist, ist das quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, danke für den sehr interessanten Vortrag. Mir ist dazu eingefallen, dass die Medizin und diese Standards und die Definition von Gesellschaftskörper und Standardkörper und das alles ja nur in ein Vakuum hineinstößt, weil eine tiefe Verunsicherung da ist der Menschen zu ihrem persönlichen Körper. Wie wir vorher gehört haben, es ist nicht mehr ein Leben von innen nach außen. Das Innen wird nicht mehr gespürt, es ist keine Sicherheit mehr da, was ist eigentlich gesund. Ich vertraue mir nicht mehr in das, was ich fühle. Ich fühle möglicherweise überhaupt nichts, was ich vielfach erlebe. Daher brauche ich Sicherheit von außen. Und dann kommen solche Unsinnigkeiten wie Gesellschaftskörper, Standardkörper und so weiter daher. Naja, im Grunde genommen sind das diese Außen. Das habe ich ja versucht zu beschreiben, zu sagen, naja, wir haben eine Vorstellung, wie eine gesunde Gesellschaft aussieht. Da beginnt es ja schon sozusagen. Wir haben ja diese kollektive Vorstellung, wie Übergewicht ist eine Herausforderung für unser Gesundheitssystem. Wer hat jetzt die Verantwortung zum Beispiel zu übernehmen? Und da ist eine spannende Diskussion, dass wir einerseits in der Kritik immer sehr stark zum Beispiel auf Lebensformen, Zeitstrukturen, da gibt es ganz viel sozusagen, dass man analysieren kann, aber am Ende des Tages sagen wir, aber Sie sind verantwortlich und Sie und Sie und Sie. Das heißt, wir haben kollektive Probleme, wir tragen sehr stark runter auf eine individuelle Lösung. Und das ist eine der Problemzonen, die wir auch identifiziert haben, dass wir eigentlich die gesamte Problemanalyse läuft kollektiv ab und dann sage ich, und jetzt schauen Sie doch, wie Sie das hinkriegen, dass das irgendwie für Sie funktioniert. Zum Beispiel die ganze Frage, wie Arbeit, Zeit, Essen und andere Dinge zusammenkommen, ist eine sozialwissenschaftlich hochinteressante Frage. Und ein älterer Teilnehmer hat noch beschrieben, wie er in der Fabrik zu arbeiten begonnen hat, mit 16 oder so. Da gab es noch eine feste Mittagspause, wo die Maschinen abgedreht wurden. Und dann hat man eine Stunde, eine Dreiviertelstunde Pause alle gehabt. Und dann wurden die Maschinen wieder aufgedreht. Und er sagt, im Laufe der Zeit, er weiß gar nicht mehr, wann das genau passiert ist, war es dann plötzlich so, dass man die Mittagspause machen konnte, wenn die Maschine es erlaubt. Und er beschreibt das sehr schön, dass er sich selber nicht mehr erinnern kann, wann das genau passiert ist. Aber irgendwann ist in seinem Leben das passiert. Und jetzt ist es halt so, wie er in Pension gegangen ist, dass es die Maschine war, die gesagt hat, oder die Logik, die hinter der Nutzung der Maschine steht, besser gesagt, dass wann sie aufhört und wann nicht und wann ich daher essen kann oder wann nicht. Oder ich esse neben der Arbeit. Und all diese Phänomene sind ja interessante Fragestellungen, die ja gesellschaftliche Fragestellungen sind. Die werden aber aufs Individuum runtergebrochen. Es wird gesagt, na dann schauen Sie dazu, dass Sie das erledigen und machen. Wir haben noch eine letzte Frage vor der Kaffeepause. Ja, darf ich Sie fragen, wie Sie eine der ältesten Österreicherinnen, die Venus von Willendorf, da einordnen? Ja, das ist eigentlich eine sehr wiederkehrende Debatte. Sie brauchen ja nur in die Innenstadt in einige der Barockkirchen gehen und dann können Sie sehr schön sehen, dass sozusagen Körperformen sich natürlich über die Zeit total geändert haben. Und selbst im 20. Jahrhundert, deswegen habe ich diese Werbung dazu gegeben. Das heißt, es ist eben eine Mischung aus medizinischen, aber auch ästhetischen und gesellschaftspolitischen
politischen Phänomenen. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Interessante daran, dass diese Grenzwerte ja nicht so einfach gezogen werden können und trotzdem sind sie so mächtig. Das heißt, das ist ja auch sehr personenabhängig, es hat ganz viele andere Dinge, mit den Genomikern zum Beispiel, die sagen dann, naja gut, im Grunde genommen gibt es einfach zum Beispiel 25-30% der Leute sind einfach nicht prädisponiert, selbst wenn sie übergewichtig sind, Folgekrankheiten zu bekommen. Das heißt, es ist die Frage, sollten wir uns darauf konzentrieren, herauszufiltern, wer sind eigentlich die Gruppen, die prädisponiert werden, und hören wir auf, sozusagen das zu einem Gesamtproblem zu hoch zu stilisieren zum Beispiel. Und da sehen Sie aber schon die Unterschiede. Die einen, die sagen, nee, das muss man normieren, da kann man jetzt nicht anfangen, irgendwelche Unterschiede zu machen. Und der andere, der sagt sozusagen, müssten wir Unterschiede machen, das wäre viel klüger, sozusagen das Problem anzugehen. Und das ist genau die Frage, das ist ja eine Mischung aus medizinischen, gesellschaftspolitischen und einfach die Vorstellung, was ist ein schöner Körper. Und das ist ja eine riesige Diskussion. Und wir haben ja Probleme in beide Richtungen. Wir reden mehr über das Übergewicht, aber wir haben natürlich in die Essstörungen sind einfach ein gesellschaftspolitisches Problem der größeren Ordnung, die damit zu tun haben, ja, welchen Stellenwert wir dem Aussehen unseres Körpers und diese Frage von innen nach außen oder von außen nach innen denken. Also haben wir überhaupt noch ein Körpergefühl, wenn mir die Waage nicht sagt, das ist jetzt ist das halbe Kilo, die Gefahrenzone ist erreicht und ab jetzt gibt es nichts mehr. Und das zeigt auch sehr schön, Sie brauchen nur in einen Buchladen gehen, wenn man sich anschaut, wie viele Literatur es mittlerweile gibt, sozusagen zum Management des eigenen Körpers. Alleine die Vorstellung, also das als Management aufzuziehen, ist ja auch schon eine interessante Beobachtung. Also ja, ich denke mir, das wäre eine interessante Überlegung, wie unsere Schönheitsideale in die Medizin hineinkrabbeln, kriechen oder wie auch immer sie das tun. Gut, vielen Dank nochmal für Ihren Vortrag und für die angeregte Diskussion. Applaus